Und jetzt das Heute-Journal. Mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Die Nachricht heute aus London weckt schlimme Erinnerungen an den Sommer 2017, als islamistische Terroristen auf der London Bridge Menschen überfuhren und später auf dem Borough Market mit Messern um sich stachen. Heute wieder die London Bridge, wieder ein Attentäter mit Messer und Sprengstoffattrappe. Die Londoner Polizei spricht von einer terroristischen Attacke. Doch nähere Hintergründe wurden noch nicht bekannt gegeben. Yassin Herland berichtet. Die unübersichtliche Szene wurde von Passanten auf Handyvideos festgehalten. Es scheint, dass mehrere Personen einen Mann zu Boden gerungen haben. Links im Bild löst sich ein Mann aus dem Handgemenge. In der Hand trägt er allem Anschein nach ein Messer, das er möglicherweise dem Verdächtigen entrissen hat. Inzwischen kämpfen herbeigeeilte Polizisten mit diesem, bis ein Beamter zwei Schritte zurücktritt, auf ihn schießt und tödlich trifft. Offensichtlich gab es Hinweise darauf, dass der Mann eine Sprengstoffweste trug. Am späteren Nachmittag bestätigt der Chef der Londoner Antiterroreinheit, dass sie die Ereignisse als einen Vorfall mit terroristischem Hintergrund behandeln. Wir können bestätigen, dass es sich, unserer Einschätzung nach, bei dem Gegenstand, der um seinen Körper geschnallt war, um eine Attrappe handelt. Am Abend gab die Polizei bekannt, dass zwei Personen ihren Verletzungen durch Messerstiche erlegen sind. Drei weitere Opfer werden in Krankenhäusern behandelt. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Menschen rannten davon in Panik. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Angst hatte, jetzt sterben zu müssen. Wir sahen, wie eine Frau auf einer Bahre weggetragen wurde. Sie musste es wohl getroffen haben. Wir sind in ein Restaurant gerannt. Jetzt hat man uns gesagt, dass wir gehen können. Bemerkenswert, wie auch schon bei früheren ähnlichen Vorfällen, die Zivilcourage einiger Beteiligter. Dies hob auch Londons Bürgermeister hervor. Ich bin stolz darauf, dass sich Londoner so verhalten. Natürlich haben die Einsatzkräfte auch außerordentlichen Mut gezeigt, aber diese Leute haben sich unbewaffnet auf den Verdächtigen gestürzt. Bei der London Bridge-Attacke im Juni 2017 kamen 8 Opfer und 3 Attentäter ums Leben. Diese Erinnerungen wurden nun wieder wachgerufen, auch wenn der Hintergrund des heutigen Vorfalls noch nicht geklärt ist. Auch in den Niederlanden, in Den Haag, gab es am Abend einen Vorfall mit einem Messer. Auf einer belebten Einkaufsstraße im Zentrum der Stadt stach ein Mann um sich. 3 Menschen wurden verletzt. Die Hintergründe sind aber noch gänzlich unklar. Die Polizei spricht auch noch nicht von terroristischen Motiven. Auch heute war wieder ein Fridays-Freitag, ein Tag der Großdemos von Klimaschützern. Allein in Deutschland gingen in über 500 Städten Menschen auf die Straße, vor allem junge Menschen. Weltweit gab es in mehr als 150 Ländern Kundgebungen. Die Fridays for Future-Bewegung will Druck machen vor dem Beginn der Weltklimakonferenz nächste Woche in Madrid. Derweil hatte der Bundesrat heute dem Klimaschutzpaket der Bundesregierung zugestimmt, wenn auch nur in Teilen. Die Demonstranten lehnen die Pläne aber ja eh als ungenügend ab. Thomas Reichert berichtet. Als es dunkel wird am Brandenburger Tor, steht Luisa Neubauer auf der Bühne. Wieder sind allein in Berlin Zehntausende gekommen, um zu demonstrieren für die Rettung des Klimas. Neubauer, eine der Organisatorinnen, könnte das als Erfolg sehen. Tut sie nicht. Wir dachten, wir streiken 1 oder 2 Monate. Und jetzt stehen wir immer noch hier. Nach 50 Wochen. Und wir mussten lernen, dass ein Koalitionsvertrag manchmal gar nichts heißt. Tatenlosigkeit werfen sie der Regierung vor. Das Klimapaket reiche bei weitem nicht aus. Ganz in der Nähe im Bundesrat geht es an diesem Vormittag um das Kleingedruckte dieses Klimapakets. Darum, wer was zahlt. Die Länder sind sich einig, sie weniger, der Bund mehr. Das Klimapaket ist richtig und wichtig, aber es sind noch nicht alle Punkte geklärt. Insbesondere nicht die Finanzfragen, die natürlich Basis sind für ein funktionierendes Klimapaket. Die Länder fordern einstimmig, dass sie Ausgleich erhalten. Für Steuerausfälle durch die Senkung der Mehrwertsteuer für Bahntickets, durch die Erhöhung der Pendlerpauschale und bei den Zuschüssen für energetisches Bauen. Uneinig sind sie sich aber, ob das reicht. Den CO2-Preis, den Luftverschmutzer bezahlen sollen, hält Baden-Württembergs Ministerpräsident für viel zu niedrig. 10 Euro haben keine Lenkungswirkung. Also selbst die Wirtschaft möchte, dass wir solch ein Lenkungsinstrument haben, damit sich Geschäftsmodelle,
die CO2-frei oder CO2-arm sind, lohnen gegenüber Geschäftsmodellen, die CO2 emittieren. Das ist ja der ganze Witz, um den es geht. Diesen Teil des Klimapakets aber hat der Bundesrat heute verabschiedet, wie auch die Vorgaben für CO2-Einsparungen und erhöhte Ticketpreise fürs Fliegen. Die Windenergie dagegen bleibt ein Streitpunkt. Eigentlich hängt an ihr der Ausstieg aus Kohle und Atomenergie und das Erreichen der Ökostromziele zum Schutz des Klimas. Doch 5 Bundesländer aus dem Norden schlagen heute Alarm, warnen vor einer existenziellen Krise durch überbordende Bürokratie. Der Ausbau von Windenergie ist dramatisch eingebrochen. In den Zeiten, wo wir aussteigen wollen aus fossilen Energien, tun wir im Moment in Deutschland alles dafür, Erneuerbare an der Stelle auch noch auszubremsen. Und dem muss jetzt ein Riegel vorgeschoben werden. Wir brauchen übrigens überhaupt keine Bundesregelung zum Thema Abstandregelung. Das können wir Länder selbst regeln. Gemeint ist der Plan, dass Windräder in Zukunft mindestens 1000 Meter Abstand zu Häusern haben sollen. Das würde den Ausbau noch schwieriger machen. Das SPD-geführte Umweltministerium will den Plan deshalb kippen. Das unionsgeführte Wirtschaftsministerium beharrt darauf. Für die Klimaprotestierenden scheint es wie ein Beleg, dass auch nach Monaten des Protests die Dinge sich nur langsam bewegen. Apropos langsam. 2736 Tage sind vergangen seit der Nichteröffnung des Hauptstadtflughafens. Der Berliner Tagesspiegel zählt das jeden Tag genüsslich als Nichteröffnungs-Count-up. Und dabei rechnen die Kollegen großzügigerweise sogar erst ab dem zweiten von jetzt insgesamt 7 Eröffnungsterminen. Aber beim Thema BER sind die Berliner eh längst in einem Gemütszustand jenseits von Gut und Böse. Und die Landesregierung wirkt da inzwischen ziemlich ungeniert. Der Ruf ist ja eh ruiniert. Und überhaupt, in einer Hauptstadt, in der es auch keine Termine bei Behörden gibt oder Lehrer für Schulen oder verlässlichen Nahverkehr oder vernünftige Radwege, braucht es auch keinen funktionierenden Flughafen. Doch jetzt, oh Wunder, gibt es einen neuen Eröffnungstermin, der 31. Oktober 2020, diesmal ganz bestimmt. Und vielleicht, aber nur vielleicht, wird es dann von Berlin aus sogar irgendwann eine sinnvolle Verkehrsanbindung an den Flughafen geben, der bekanntlich JWD liegt, ganz weit draußen. Aus Berlin, Carsten Behrendt. Am BER sind schon die Koffer gepackt für den Härtetest der Gepäckanlage. Es sieht nach Flughafen aus, nicht mehr nach Baustelle. So wird uns das Terminal präsentiert bei einem Pressetermin Anfang dieser Woche. Hier herrscht ein Betrieb, wie ich ihn in den ganzen letzten Jahren bei Besuchen auf der Baustelle nicht erlebt habe. Die Flughafengesellschaft gibt sich wirklich alle Mühe, uns Journalisten klarzumachen, dass es jetzt wirklich losgehen wird mit dem BER. Heute nun wurde es konkret. Der Flughafenchef benennt den neuen Eröffnungstermin im kommenden Jahr. Wir werden am 31. Oktober den kommerziellen Flugverkehr am BER im neuen Terminal aufnehmen und werden dann in 3 Schritten bis zum 8. November von Tegel zum BER umziehen. Wir sind sicher, dass wir öffnen. Der BER, eine Leidensgeschichte. 2006 der Spatenstich für das Gemeinschaftsprojekt von Berlin-Brandenburg und dem Bund. Nach einer ersten Verschiebung sollte 2012 eröffnet werden. Da machen wir überhaupt gar keine Sorgen, weil das ist beschlossen, dass es fertig wird. Daraus wurde bekanntlich nichts. Das Chaos nahm seinen Lauf. Immer wieder wurden Probleme unterschätzt. Die größten, der Brandschutz, Abweichungen von den Bauplänen und massenhaft falsch verlegte Kabel. Die Kosten stiegen von 2 auf 6,5 Milliarden Euro. Aus geplanten 5 wurden nun mindestens 14 Jahre Bauzeit. Entsprechend zurückhaltend heute der Aufsichtsratschef. Wir sind nicht in einer Situation, wo man sich auf Lorbeeren ausruhen kann. Sondern wir haben Defizite und wir haben eine Menge komplexen Handlungsbedarf. Trotzdem glauben wir, wir schaffen das. Für Tegel soll der Start des BER das Ende einläuten. Am 8. November 2020 soll der letzte Linienflug abheben. Danach soll der Innenstadtflughafen 6 Monate in Bereitschaft bleiben. Wir haben die Aufgabe, den Flughafen so weit in Betrieb zu halten, dass er benutzbar ist. Allerdings wird der Flughafen von der Flughafengesellschaft nicht mehr betrieben. Das heißt, wir haben dort keine Feuerwehr, wir haben dort kein Betriebspersonal, wir werden die Gebäude bewachen. Am BER sollen die letzten Bauarbeiten Ende Frühjahr 2020 offiziell beendet werden. Erst danach kann die zuständige Baubehörde den Flughafen freigeben.
und die finalen Tests mit tausenden Komparsen beginnen. Es bleibt ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Chronik eines angekündigten Flughafens können Sie bei uns auf heute.de auch noch mal nachsehen. Von der ersten Standortsuche in den 90er Jahren bis heute. Und jetzt erstmal die Nachrichten von Heinz Wolf. Der Bundestag hat mit den Stimmen der Großen Koalition den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. Die Ausgaben steigen im Vergleich zum laufenden Jahr um rund 5,6 Milliarden Euro auf 362 Milliarden Euro, ein Rekordwert. Mehr Geld fließt etwa in die Bereiche Soziales, Klimaschutz, Verkehr und Verteidigung. Neue Schulden sind aber nicht vorgesehen. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland war im November auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Der Arbeitsmarkt zeige sich auch in der aktuellen konjunkturellen Schwäche weiterhin robust, so die Bundesagentur für Arbeit. Demnach waren im November 2.180.000 Menschen als arbeitslos registriert. Das waren 6.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote liegt bei 4,8%. In Malta gerät Premierminister Muscat wegen des Skandals um den Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia immer weiter unter Druck. Das Europaparlament wird am Montag eine Delegation zur Beobachtung der Rechtsstaatlichkeit nach Malta entsenden. Vor 2 Jahren wurde die Journalistin Galizia Opfer einer Autobombe. Zwar wurden 3 Verdächtige festgenommen und angeklagt, aber wer die Drahtzieher sind, ist noch unklar. Diese Woche wurde der Stabschef des Premierministers verhört. Wie auch der Tourismusminister trat er zurück. Die Journalistin Galizia warf beiden Korruption vor. In Brüssel haben sich die EU-Spitzenkommissionschef Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk aus ihren Ämtern verabschiedet. Zum Abschluss gab Juncker eine seiner seltenen Pressekonferenzen mit einem Ratschlag an seine Nachfolgerin Ursula von der Leyen. Sie solle gut auf Europa aufpassen. Der scheidende Ratschef Tusk übergab seine Amtsgeschäfte und seine Sitzungsglocke offiziell an den ehemaligen belgischen Ministerpräsidenten Charles Michel. Die neuen EU-Spitzen treten dann am Sonntag ihre Posten an. Der Schock über den brutalen Missbrauch von Kindern im westfälischen Lüchte ist noch nicht verdaut. Da wurde ein neuer Fall bekannt, der möglicherweise eine noch weit größere Dimension hat. Im Oktober gab es in Bergisch Gladbach die erste Festnahme. Inzwischen sprechen Ermittler bereits von ca. 20 Beschuldigten, die tausende Fotos und Videos geteilt haben sollen. Darunter wohl situierte Familienväter, die die eigenen Kinder missbrauchten bzw. anderen zuführten. Es wurden gigantische Datenmengen gefunden, die in geheimen Chatgruppen ausgetauscht wurden. Für die Ermittler eine Mammutaufgabe, die zudem psychisch schwer erträglich ist. Peter Böhmer berichtet. Ihre Augen sehen in Abgründe. Sie sehen, was Menschen Kindern antun können. 300 Mitarbeiter werten in Nordrhein-Westfalen Unmengen an Bildern und Filmen aus, die pädophile Straftäter bei ihren Taten aufgenommen haben. Beim Missbrauch oft der eigenen Kinder, die dann sogar anderen Tätern angeboten wurden. Sie sind wirklich der Meinung, dass das völlig in Ordnung ist, was sie tun, dass das was mit Liebe und Zuneigung zu tun hat und dass das absolut kein verwerfliches Verhalten ist, was sie an den Tag legen. Und das ist natürlich absolut erschreckend. Wir nennen nur ihre Vornamen, um sie vor Online-Beschimpfungen zu bewahren. Ihre Arbeit ist schwer genug. Die Tat an sich ist passiert, die kann ich leider nicht mehr ändern. Aber ich kann vielleicht in der Zukunft ändern, dass der Täter nicht weiter Zugriff auf dieses Kind hat. Wenn man sich Videos und Bilder unter diesem Aspekt anschaut, das gibt einem letztendlich die Motivation hinter der Arbeit, um damit zurechtzukommen. Der Fall, der in Bergisch Gladbach begann, hat enorme Ausmaße. Bisher 8 Tatorte nur in NRW, Dutzende Verdächtige, auch in anderen Bundesländern. Die gesamte Dimension nicht absehbar, das Material ist viele tausend Stunden lang. Die Täter meist unauffällige Mitbürger. Ja, die Sozialstruktur ist eigentlich das Bild aus der Mitte der Gesellschaft. Die sind im Berufsleben, sind sozial stabil, sind Familienväter. Auch das erschreckt noch mal zusätzlich, macht aber noch mal deutlich, sexueller Missbrauch von Kindern hat nichts mit Status, nichts mit Bildung, nichts mit IQ zu tun. Die Täter kommunizieren übers Internet, im Darknet, über Handychats. In einem Adressverzeichnis fanden sich laut Ermittlern 50.000 Einträge, in einem Forum 1.800 Mitglieder, die sich oft dann in kleineren Gruppen treffen. Sie verabreden sich zum geschäftsmäßigen Kindesmissbrauch.
Dort wird ganz konkret darüber gesprochen, wer welchen Missbrauch bereits begangen hat. Hat er darüber Bilder oder Videos? Kann man die austauschen? Und natürlich werden auch Verabredungen getroffen in der analogen Welt. Auch unter dem Hinweis, bring dein Kind mit, ich bring meins mit. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Der jetzige Fall kam erst nach einem Tipp von Ermittlern aus Kanada ans Licht. Denn dort und in den USA ist die Gesetzeslage eine andere. Das heißt, dass dort Provider verpflichtet sind, in diesen Ländern ihre Daten, auch die von Dritten eingestellten Daten, dahingehend zu überprüfen, ob verdächtiges Material im Hinblick auf Kinderpornografie vorhanden ist. Das ist dort zwingend zu melden. Eine solche gesetzliche Regelung haben wir in Europa nicht. Das liegt einfach an europäischen Datenschutz. Ein Problem ist der Datenschutz. Ein anderes, das ungeheuerliche Ausmaß dieser Verbrechen. Das Dunkelfeld ist groß, sagt der Bundesbeauftragte. Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen hat eine Riesendimension in Deutschland. Und wir müssen davon ausgehen, dass in jeder Schulklasse 1 bis 2 Mädchen und Jungen sind, die von sexuellen Übergriffen und sexueller Gewalt betroffen sind. Die Ermittler sehen und hören den Missbrauch. Verstörende Eindrücke, jeden Tag, seit Wochen schon. Manchen wird's zu viel. Sie bekommen Hilfe von Psychologen, wenn sie die Bilder nicht mehr ertragen können. Seit Wochen gibt es im Irak heftige Proteste. Vor allem junge Menschen demonstrieren gegen die Regierung, die sie für die grassierende Korruption im Land verantwortlich machen. Die Polizei ist gegen die Demonstranten immer wieder mit extremer Härte vorgegangen. Mehr als 300 Menschen haben dadurch schon ihr Leben verloren. Gestern war ein besonders blutiger Tag mit fast 50 Toten und Hunderten Verletzten. Der irakische Regierungschef hat nun aber offenbar erkannt, dass er sich im Amt nicht halten kann, zumal ihm die schiitische Geistlichkeit des Landes den Rückhalt entzogen hat. Er kündigte heute seinen Rücktritt an. Susanna Santina und Christina Kayatz berichten. Der Tahrirplatz in Bagdad am Abend. Die Freude bei tausenden Menschen ist riesengroß. Die Demonstranten haben ein wichtiges Ziel erreicht. Der Ministerpräsident hat seinen Rücktritt angekündigt. Schon seit dem Nachmittag hatten sie sich hier versammelt. Freudentränen nach fast 2 Monaten Protesten. Doch den meisten reicht es nicht. Sie müssen alle gehen, rufen sie. Sie sind Diebe. Heute sind wir Iraker sehr glücklich, weil Abdul Mahdi zurücktreten wird. Aber das kann nur ein erster Schritt sein. Das gesamte Parlament muss weg. Sie sind verantwortlich für dieses Blutbad. Der Rücktritt des Ministerpräsidenten kam nach einem besonders blutigen Tag. Allein gestern wurden mehr als 40 Demonstranten von Sicherheitskräften getötet. 400 sind es mittlerweile insgesamt. Jeden Tag Massenbeerdigungen und verzweifelte Angehörige auf den Straßen. Es sind vor allem die jungen Iraker, die wütend sind und seit vielen Wochen protestieren, weil sie sich von der Regierung um ihre Zukunft betrogen fühlen. Perspektivlosigkeit und Korruption anprangern. Das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte, vor allem in den letzten Tagen, hat den Ministerpräsidenten nun wohl sein Amt gekostet. Ich glaube, die Situation wird erst einmal instabiler. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass es im Irak bis zu einem Jahr dauern kann, bis überhaupt eine neue Regierung gebildet wird. Wenn jetzt der Ministerpräsident zurückgetreten ist, dann kommt alles darauf an, ob die Regierung und ihre Institutionen stabil bleiben. Der Irak aber ist in Aufruhr. Im irakischen Fernsehen ließ Abdel Mahdi heute verkünden, er wolle verhindern, dass das Land weiter in Gewalt und Chaos abgleite. Und auch, dass er der Aufforderung des Geistlichen al-Sistani Folge leiste. Der einflussreiche schiitische Prediger hatte heute eine neue Regierung gefordert. Die Iraner kontrollieren weite Teile der Regierung in Bagdad. Sie kontrollieren Teile der Sicherheitskräfte, viele Milizen und besonders die Polizei. In Bagdad wird nichts passieren, ohne dass die Iraner das genehmigen. Viele Demonstranten lehnen eben diesen Einfluss Irans ab. Auch heute, nach der Rücktrittsankündigung des Ministerpräsidenten, gingen die Proteste und Ausschreitungen in vielen Teilen des Landes weiter. Und jetzt noch mal Heinz zunächst mit Wirtschaft. Die Autobranche arbeitet an grundlegenden Veränderungen, etwa bei der Entwicklung alternativer Antriebe. Und es geht auch um Arbeitsplätze in dieser für die deutsche Wirtschaft besonders wichtigen Branche. Valerie Haller, heute gab es Neuigkeiten von Daimler.
Ja, Daimler kündigt einen massiven Stellenabbau an, wie andere aus der Branche auch. Sehen die Stuttgarter aus der Krise offenbar nur einen Ausweg, den radikalen Sparkurs. Die fetten Jahre der Autoindustrie sind vorbei. Diese Woche kommen die Hiobsbotschaften Schlag auf Schlag. Die aktuellste von Daimler. Mindestens 10.000 Stellen weltweit fallen weg. Audi streicht 9.500 Jobs. VW hat schon zehntausende Stellen gestrichen, legt noch mal nach mit weiteren 7.000. Und bei BMW werden viele Leiharbeiter gehen müssen. Bittere Bilanz. Die Branche kündigt allein dieses Jahr einen Abbau von 50.000 Stellen an. Immerhin, wie Audi, will auch Daimler auf betriebsbedingte Kündigungen zumindest deutschlandweit erstmal verzichten. Frei werdende Stellen sollen nicht nachbesetzt, die Altersteilzeit ausgeweitet werden. Daimler schaufelt Geld frei. Die Entwicklung sauberer Antriebe und die Digitalisierung verschlingen Milliarden. Die deutschen Autobauer stehen dabei besonders unter Druck. Jahrelang haben sie fast ausschließlich auf den Verbrenner gesetzt. Experten gehen davon aus, dass noch deutlich mehr Stellen wegfallen könnten. Zumal auch Zulieferer wie Bosch schon massives Sparen angekündigt haben. Die Mobilitätswende ist nun endgültig bei Deutschlands Schlüsselindustrie angekommen. Valerie Haller, vielen Dank. Bundeswirtschaftsminister Altmaier will die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie verbessern. In seiner Industriestrategie 2030 fordert der CDU-Politiker steuerliche Entlastungen und eine Deckelung der Sozialversicherungsbeiträge. Außerdem müsse die Bundesregierung in mehr Bereichen als bislang prüfen dürfen, ob ausländische Unternehmen Anteile an deutschen Firmen kaufen können. Notfalls müsse sich der Staat befristet an Firmen beteiligen. In der Fußball-Bundesliga hat am Abend der 13. Spieltag begonnen. Schalke führt kurz vor Schluss gegen Union Berlin 2:1. Die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden hat heute das Wort des Jahres 2019 bekannt gegeben. Es ist Respektrente. Das Wort bezieht sich auf die geplante Einführung einer Grundrente für Menschen, die 35 Jahre lang erwerbstätig waren und dennoch nicht von ihrer Rente leben können. Auf den Plätzen 2 und 3 landeten Rollerchaos und Fridays for Future. Klimawandel ist auch eines der Themen, nach denen die Forschungsgruppe Wahlen die Bundesbürger fürs neue Politbarometer befragt hat. Und das präsentiert Ihnen jetzt Antje Pieper. Guten Abend, willkommen zum Politbarometer. Streit um Köpfe und Profile in mehreren Parteien zugleich. Die SPD ringt mit sich selbst um die richtige Führung. Die AfD steht abermals am Scheideweg. Wird der extrem rechte Flügel an Einfluss gewinnen? Bei der CDU ist der vorhergesagte Sturm auf die Spitze ausgeblieben. Annegret Kramp-Karrenbauer konnte ihren Kritikern auf dem Parteitag vorerst den Wind aus den Segeln nehmen. Schauen wir genauer auf die Vorsitzende der CDU. Wird AKK ihre Partei erfolgreich in die Zukunft führen? 18% der Deutschen meinen ja. Knapp 3/4 erwarten das nicht. Etwas positiver, aber auch mehrheitlich skeptisch bewerten das die Anhänger von CDU und CSU. 32% sagen ja, 62% sind der Meinung, dass Annegret Kramp-Karrenbauer nicht dazu in der Lage ist. Wie wird die CDU-Chefin in einer Reihe mit anderen Spitzenpolitikern der Union durch die eigene Anhängerschaft eingeschätzt? Auf einer Skala von plus 5 bis minus 5 bewerten die Unionsanhänger Angela Merkel mit 3,0, Markus Söder mit 2,2, Jens Spahn und Friedrich Merz liegen mit 1,8 und 1,7 etwa gleich auf. Deutlich schwächer wird Annegret Kramp-Karrenbauer gesehen, 1,0. Werte, die auch in unsere Top 10 einfließen, also in die Bewertung der 10 wichtigsten Politiker nach Sympathie und Leistung durch alle Befragten. Auf der Skala von plus 5 bis minus 5 landet Annegret Kramp-Karrenbauer mit minus 0,5 auf dem letzten Platz, wenn auch verbessert im Vergleich zum letzten Mal. Auf der 9 Horst Seehofer unverändert minus 0,1. Davor Christian Lindner etwas verbessert 0,2. Siebter neu dabei Friedrich Merz 0,3. Platz 6, auch neu eingestiegen, Jens Spahn ebenfalls 0,3. Auf der 5 Markus Söder, leicht verbessert 0,5. Vor ihm Heiko Maas, etwas verschlechtert 0,5. Die 3 Olaf Scholz, verschlechtert 0,7. Platz 2 Robert Habeck, verschlechtert 1,1. Und ganz vorn Angela Merkel, auch verschlechtert 1,2. Von den Köpfen zu den Parteien.
Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, kämen CDU, CSU unverändert auf 27%, die SPD auf 13-1, die AfD auf 14% unverändert, die FDP ebenfalls unverändert 7, auch die Linke konstant 10% und die Grüne plus 1 kämen auf 23% der Stimmen. Als einziges Zweierbündnis hätte Schwarz-Grün eine Mehrheit. Für Grün-Rot-Rot würde es, wenn auch knapp, nicht reichen. Mit welchen Vorsitzenden die SPD in die Zukunft geht, haben die Parteimitglieder basisdemokratisch entscheiden können. In einem monatelangen Urwahlverfahren. Morgen Abend gibt's das Ergebnis der Stichwahl. Wir haben die SPD-Anhänger nach ihrem gewünschten Doppel gefragt. 38% sind für Olaf Scholz und Clara Geiwitz. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken finden bei 22% Zustimmung. Die meisten SPD-Anhänger, 40%, haben sich in der Führungsfrage jedoch kein Urteil erlaubt. An diesem Wochenende stellt auch die AfD ihre Weichen. Auf dem Parteitag in Braunschweig wählen die Delegierten die Parteispitze neu. Das Ergebnis wird auch Aufschluss darüber geben, welches Lager die Oberhand hat. Das gemäßigtere oder das extreme. Vor dem Richtungsparteitag haben wir gefragt, wie weit rechtsextremes Gedankengut in der AfD verbreitet ist. 39% meinen sehr weit, 41% sagen weit. Nicht so weit verbreitet sagen 15%. 2% geht davon aus, dass rechtsextremes Gedankengut in der AfD gar nicht verbreitet ist. Eine deutliche Mehrheit der Deutschen, 65%, macht sich große Sorgen wegen des Klimawandels. Die Fridays for Future-Bewegung mobilisierte heute wieder Zehntausende zum Protest, trotz nasskalten Novemberwetters. Dass die Bundesregierung zu viel in Sachen Klimaschutz tut, meinen 13%. 24% finden den Einsatz gerade richtig. Die Regierung tue zu wenig, meint eine Mehrheit von 60%. Ein großer Teil der Deutschen, 41%, findet aber auch, dass das Thema Klimawandel zurzeit zu präsent ist. Für 32% ist es gerade richtig so und für etwa jeden Vierten geht es zu wenig um den Klimawandel. Das war unser Bericht über die Stimmung im Land. Die Grafiken und alle Informationen zu unseren Umfragen finden Sie wie immer im ZDF-Text ab Seite 165 und auf heute.de. Wie die repräsentativen Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen zustande kommen, Informationen zur Methodik und zu den Qualitätsstandards finden Sie unter politbarometer.zdf.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das nächste Politbarometer gibt es am Freitag, den 13. Dezember. Nach dem Wetter geht's hier weiter mit der Heute-Show. Viel Spaß dabei, einen entspannten Freitagabend und einen schönen ersten Advent. Auf Wiedersehen. Guten Abend, liebe Zuschauer. Es hat in den letzten zwei Monaten mehr geregnet als normal im Oktober und November. Aber die Bodenfeuchte ist noch viel zu gering. Also in den Tiefen zwischen der Oberfläche und 2 Meter tiefer. Hier sehen Sie das blau eingezeichnet. Das bedeutet nasser Boden. Aber dann haben wir den Sommer 2018. Da war es viel zu trocken. Aber auch im Sommer 2019. Jetzt hat es geregnet in Osnabrück und die Bodenfeuchte ist vorangekommen. Also da bis 1 Meter Tiefe haben wir genügend Feuchtigkeit. Darunter ist es zu trocken. Da muss es noch viel regnen. Ganz anders sieht das aber auch in Dresden aus, im Osten. Da ist es noch viel trockener. Also Dürre bis im Prinzip bis 2 Meter Tiefe. Auch hier müsste es noch weiterhin regnen. 3 Monate Regen, die könnten wir gut gebrauchen, damit das Grundwasser endlich gefüllt wird. Kein Regen in Sicht, dafür Frost. Heute Nacht zwischen 0 und minus 4 Grad, ein bisschen milder im Nordwesten. Ja, und dazu noch ein paar Schneeschauer in den Mittelgebirgen. Auch an den Alpen haben wir noch Regen und Schnee. Die Schneefallgrenze sinkt hier langsam weiter ab. Es kann in der Nacht sehr, sehr glatt werden. Morgen dann positive Temperaturen und das heißt auch freundliches Wetter in Norddeutschland. Da wird es dann zum Beispiel ein bisschen stärker bewölkt sein, von der Nordsee bis zum Erzgebirge. Vielleicht gibt es da im Norden noch einen Regenschauer. Auch im östlichen Bayern oder in Bayern selbst haben wir die stärkere Bewölkung. Aber im Westen und auch im Nordwesten sieht es freundlicher aus. Und die Temperaturen erreichen dann im Osten so etwa 1 bis 6 Grad. Im Westen, Nordwesten geht es rauf auf 7 oder 8 Grad. Ja, es bleibt kühl in den nächsten Tagen. Und vor allen Dingen am Sonntag wird es wohl im Südwesten Schnee und Schneeregen geben. Auch in der nächsten Woche im Norden vielleicht mal ein Regenschauer. Im Süden ein Schneeschauer. Ich wünsche noch einen schönen Abend und machen Sie es gut.